Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu dieser Wochenbotschaft vom 24. bis zum 30. Juni. Meine Lieben, ich habe eine kleine Empfehlung für euch und zwar meine schriftlichen Horoskope, die ich anbiete. Schaut mal unter diesem Video, habe ich euch alles dazu verlinkt. Ihr könnt eine Persönlichkeitsanalyse oder eine schriftliche Prognose bei mir bestellen, passend zu eurem Geburtshoroskop. Außerdem könnt ihr auch einen persönlichen Termin mit mir buchen, zu einer astrologischen Beratung oder zu einer Kartenlegung. Auch das findet ihr alles unter diesem Video auf meiner Homepage. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Schauen wir mal, was es so gibt in dieser Woche vom 24. bis zum 30. Juni. Wir haben hier die Chiron-Energie. Da geht es darum, etwas zu heilen. Es geht auch hier um Verletzungen. Also es könnte sehr gut der Fall sein, dass es hier um alte Wunden geht, bestehende Wunden, vielleicht aber auch um irgendwelche Mangelthemen, wo man das Gefühl hat, okay, da ist irgendwie was, da fühle ich mich unzulänglich oder da ist irgendwas, ein Lebensbereich, der ist nicht ganz erfüllt. Die Chiron-Energie sagt aber auch immer aus, das ist ein Mangel und etwas, wogegen wir nicht wirklich etwas tun können. Also das können wir nur akzeptieren. Wir können nicht dran rumdoktern, wir können sonst nichts machen, um das zu beseitigen, auszumerzen oder sonst was, sondern das sind immer diese Wunden oder Einschränkungen, die wir haben, die einfach so sind, wo es darum geht, diese zu akzeptieren. Ja, das ist nichts, was man einfach wegmachen kann. Ja, also sowas zum Beispiel. Ich nehme da das Beispiel, zum Beispiel eine körperliche Behinderung. Ja, wenn zum Beispiel ein Arm fehlt, ein Bein fehlt, dein Arm oder dein Bein wird nicht nachwachsen. Aber was du machen kannst, ist zum Beispiel dann eben eine Prothese. Ne? Das wäre zum Beispiel etwas, aber es wird niemals der Arm oder das Bein sein, was man verloren hat. Und das ist so ähnlich. Das ist das, was die Chiron-Energie aussagt. Es gibt irgendwo ein Problem oder einen Mangel, irgendeine Verletzung, gegen die wir nicht wirklich etwas machen können. Wir können sie nur akzeptieren und das Beste daraus machen. Also sozusagen unter den gegebenen Umständen sich damit zu arrangieren, dass es so ist und somit auch Heilung zu finden, ne, durch Akzeptanz. Das ist ein ganz großes Ding bei Chiron. So, dann wollen wir direkt mal weiterschauen, was wir hier noch haben in dieser Woche vom 23. bis zum 30. Die Energie kommt in Fahrt. Ja, so habe ich auch das Gefühl, das Wetter soll endlich besser werden. Ich weiß nicht, auf welchem Fleck der Erde ihr seid. Vielleicht habt ihr das Glück, nicht in Deutschland zu sein. Und es ist ja eine Katastrophe. Wir hatten ja bis jetzt gar keinen Sommer. Und jetzt soll es ja endlich mal wieder besser werden. Ich hoffe es. Ich bete dafür, dass es hier wirklich, liebes Universum, bitte, 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 wir wollen jetzt Sommer haben. Und nicht nur eine Woche, sondern wirklich für den Rest der ganzen Sommermonate bitte wirklich Sommerwetter. Die Energie kommt in Fahrt. Also es könnte damit zu tun haben, dass du das Gefühl hast, dass irgendeine Energie wieder zurückkommt, dass du wieder zu Kräften kommst, dass du wieder in deiner Energie ankommst. Ne? Also in irgendeiner Form kannst du auftanken, irgendetwas verbessert sich. Zunehmender Mond sagt eben auch, dass etwas im Wachstum ist, also dass irgendetwas sich weiterentwickelt, irgendetwas wird immer, entwickelt sich immer mehr weiter. So, dann schauen wir mal, welche Göttin dich begleitet in dieser Woche. Die Energie kommt in Fahrt. Okay, schauen weiter. Ostara, der Neubeginn. Ich sehe sie schon, sie ist hier runtergefallen. Da ist sie. Das ist sehr schön. Also es gibt etwas Neues, einen neuen Beginn, der in dieser Woche startet. Du wirst in irgendeiner Sache neu anfangen. Irgendetwas ist anders für dich. Du darfst in einem Lebensbereich, in einem Projekt, in einer Angelegenheit etwas Neues erfahren, neu anfangen. Ja, also ein Neubeginn steht für dich an. Das sieht doch schön aus. Dann wollen wir mal weiterschauen, was wir hier noch haben. Was sagen die Priesterinnen? Mut, Kraft, Wildheit, Familie. Es könnte sehr gut sein, durch die Energie, die hier wieder in Fahrt kommt, dass du ja in einer Form
deine Kraft, ne, die Kraftkarte, die Energie kommt in Fahrt, du kommst wieder zu Kräften. Vielleicht wirst du auch ein bisschen wagemutiger, du traust dich was, ja? Du trittst so ein bisschen aus deiner Komfortzone raus. Du hast vielleicht auch hier eine mutige Aktion, zu der du dich hinreißen lässt in dieser Woche. Beziehungsweise die Familie könnte auch hier eine große Rolle spielen. Bestimmte Familienmitglieder, du verbringst vielleicht Zeit mit der Familie. Das ist eine Sache, die ich hier sehe. Jetzt wollen wir mal schauen, was das Hauptthema ist in dieser Woche. Und dann gehe ich ins Tarot über, um einzelne Details zu klären. Was ist denn hier die Hauptenergie? Die Sonne. Die Sonne, die Sonne, die Sonne, die Sonne. Das ist doch herrlich. Genau das wollen wir doch, die Sonne. Ne? Also, ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich habe doch gerade davon gesprochen, dass irgendetwas Positives hier geschieht. Ja, also das, nee, ich habe gerade von dem Wetter gesprochen. So, und das kann es natürlich auch hier bedeuten. Also ich sehe hier positive Entwicklungen mit der Sonne. Ich sehe Klarheit, irgendwelche guten Nachrichten, irgendwelche guten Entwicklungen oder tatsächlich einfach, dass die Sonne scheint oder du kommst in die Sonne in dieser Woche. Also irgendwas klärt sich auf, irgendwas entwickelt sich hier zum Positiven, die Energie kommt in Fahrt. Die Sonne ist auch Energie, ne? Also dass hier sich etwas weiterentwickelt und irgendetwas kommt hier so ein bisschen zum Strahlen. Ja, also irgendetwas fängt hier an zu strahlen. Jetzt schauen wir mal ins Tarot und schauen uns an, was sich hier so zeigt. In dieser Woche vom 24. bis 30. Wir haben den Teufel hier. Es könnte sein, dass du sehr fixiert bist auf eine Sache oder das Gefühl hast, du kommst aus einer Angelegenheit, einer Sache nicht raus. Ich sehe hier so ein bisschen das Festgefahrene. Ne? Man hat sich in irgendwas verbissen, man hält dann irgendwas sehr starr fest und meint, ich will das genau so haben und nicht anders. Das ist so gerade die Energie, die mir hier durchschwappt bei dem Teufel. Der kann ja für verschiedene Dinge stehen. Aber ich fühle das so ein bisschen, dass hier so eine Fixiertheit ist oder so ein starkes Festgefahrensein in Bezug auf eine Sache. Ne? Man ist sehr fixiert und festgefahren und hält daran fest und verbeißt sich da so ein bisschen. So nehme ich das wahr. Ja, also klar, es könnte auch dafür stehen, dass es hier irgendwelche Angelegenheiten gibt, die nicht positiv sind, dass es irgendetwas gibt, was dir schaden könnte. Ja, auch das kann es bedeuten. Aber ich spüre eher hier so eine Verbissenheit. Das ist so das, was ich gerade so ein bisschen dabei fühle. So, schauen wir weiter. Und dann ergibt sich hier noch ein Bild. Aber davon wird man sich befreien. Also man befreit sich hier aus einer festgefahrenen Situation, aus einer Situation, wo man sich drin verbissen hat, wo man jetzt sagt, okay, Schwamm drüber. Ne? Und das ist ja auch das, was uns Chiron so ein bisschen lehrt. Der zeigt, okay, da gibt es eine Wunde, da gibt es irgendein Problem, aber wir können daran nichts machen. Wir können noch so viel dran rumdoktern, wir können sonst was versuchen. Das ist etwas, was wir nur akzeptieren können. Ne? Also ähnlich wie dieses Beispiel, was ich eben gebracht habe, mit einer Behinderung. Die ist dann einfach so. Ja, die kannst du nicht einfach ausmerzen, wegwischen oder sonst was. Sondern das ist dann so, ne? Irgendeine Form von Einschränkung. Und es könnte hier etwas geben in deinem Leben, wo du gerade ein bisschen festgefahren bist und an einer Sache festhältst und sagst, ich will das aber so haben, aber es ist gerade einfach nicht so. Oder es entwickelt sich auch einfach nicht so. Und für dich geht es dann darum, das zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich befreie mich davon, auch gerade um deiner selbst willen, damit du dich freier fühlst. Wir alle kennen das. Wir waren alle mal in einer Situation, wo wir uns wirklich dran die Zähne ausgebissen haben. Ja, wo wir so stark dran festgehalten haben und gedacht haben, aber ich will das jetzt oder ich will das so und so.
wo diese starke Fixierung ist und man will irgendwas unbedingt, aber aus irgendeinem Grund ist es nicht der Plan oder es soll nicht genau so sein, sondern anders. Und das ist das. Das ist das, was ich hier wahrnehme. Es geht darum, das aufzulösen und um sich selbst auch freier zu fühlen, ja, und Frieden zu schließen und sagen zu können, okay, ich lasse das jetzt auch wirklich los. Übrigens, Heilung wird auch ein ganz großes Thema sein im Monat Juli. Ich habe schon die Sternzeichen, das Video für die Sternzeichen gemacht. Und da war es in der Allgemeinlegung für alle Sternzeichen und dann auch nochmal bei jedem einzelnen Sternzeichen. Ich habe die ja jetzt mittlerweile alle in einem Video zusammengefasst. Und es hat sich einfach durchgezogen wie ein roter Faden. Es war nur bei jedem Sternzeichen immer ein anderes Thema, aber es ging immer um das Gleiche. Es ging darum, irgendetwas zu heilen, mit irgendetwas den Frieden zu schließen. Finde ich sehr, sehr spannend. Also schau da gerne mal rein, was das für dich dann bedeutet. Und ich glaube tatsächlich, es geht jetzt darum, Dinge zu akzeptieren, die wir nicht ändern können. Wo wir einfach merken, da komme ich nicht weiter, das ist jetzt einfach so. Was ja nicht bedeuten muss, dass es auf ewig so ist. Ja, dann ist es vielleicht einfach nur jetzt so. Dann bist du gerade in so einem Lebensabschnitt, wo es so ist. Du bist nicht dazu verdammt, dann eine Situation annehmen zu müssen, die vielleicht unerträglich für dich ist. Aber manchmal gibt es einfach solche Situationen, die lassen sich nicht ändern. Ja, und jeder wird schon mal so eine Erfahrung gemacht haben. Aber ja, hier kommt so ein bisschen der Aha-Moment mit dem Gericht oder der Moment, wo die Last von den Schultern fällt, wo es leichter wird, wo man sagen kann, okay, ich lasse das jetzt hinter mir und bewege meine Energie in andere Bahnen hinein. Das kostet ja auch sehr viel Energie, der Teufel. Ja? Das ist Energieverschwendung. Man hält an irgendwas fest, man ist so fixiert und das raubt einem selbst. Man raubt sich selbst Energie. So ist es. Schauen wir weiter, was wir hier noch haben. Die Liebenden, ganz interessant, ne? Die Liebenden ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, die andere Seite der Medaille vom Teufel. Wenn ihr die klassischen Karten kennt, wisst ihr, dass eben auf der Teufelkarte hinten der Teufel zu sehen ist, vorne Mann und Frau. Und bei der liebenden Karte hinten ein Engel zu sehen ist und vorne Mann und Frau. Das ist sozusagen der Gegensatz. Und ich glaube, du wendest den Schatten hier in das Licht. Also du drehst das Ganze um. Du sagst, okay, ich will jetzt meine Energie wieder zurückholen. Ich höre auf, hier auf dieses Negative fixiert zu sein. Und zack, ich drehe das Ganze um und ich wende das in was Positives. Fange hier neu an. Ne? Du findest so deine Herzenssachen wieder. Du machst Dinge wieder mit Herz. Du freust dich an den Dingen. Du schließt Dinge auch ins Herz. Also du machst sie aus dem Herzen heraus, aus der Freude heraus. Du erlöst dich von dem Negativen hinein in das Positive und fühlst dich einfach besser. Ja, du machst die Dinge wieder mit Herzblut, mit Leidenschaft, aus Überzeugung, weil du sie liebst. Also das sieht für mich stark danach aus. Ne? Weg von dem Negativen hin zu dem, was du liebst. Du wendest dich auch den Dingen zu, mehr mit Liebe, ja, also mehr mit Hingabe, mehr mit Freude. Also jeder kennt es. Man kann sogar manchmal solche Dinge machen, die man ungern tut. Also ich zum Beispiel Fenster putzen. Ich hasse Fenster putzen. Aber ja, ich gucke halt auch gerne durch ein sauberes Fenster durch und habe gerne den Durchblick, aber ich hasse es einfach. Und da kommt es auch so ein bisschen darauf an, in welcher Stimmung man das dann macht, ja? Wenn ich mir dann denke, oh nee, kein Bock, so eine Scheiße, ich habe jetzt keinen Bock, diese Fenster zu putzen, dann ist das einfach, dann macht es auch keinen Spaß. Wenn ich das dann aber mache, wenn die Sonne scheint und ich mache mir vielleicht Musik an und ich bin dabei vergnügt und ich erfreue mich daran, wie das Glas dann strahlt, dann mache ich das vielleicht auch gerne. Ja, ihr merkt es schon, also ich muss hier Fenster putzen. Aber ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass die Sonne scheint, weil ich habe keinen Bock, das im Regen zu machen. Ne, macht auch keinen Sinn. Ja, macht doch absolut keinen Sinn. Und so ungefähr könnt ihr dieses Beispiel nehmen.
wie machst du es? Machst du es hier, ne, weil du festgefahren bist und nur das Negative siehst, oder machst du das hier aus Überzeugung und mit Liebe? Und das könnt ihr in alle Dinge übertragen, die kleinen alltäglichen Dinge oder die ganz, ganz wichtigen Dinge, wie zum Beispiel dein Job, womit du Geld verdienst, deine Projekte, das, was du tust. So, dann wollen wir mal weiterschauen, was wir hier noch haben vom 24. bis zum 30. Der Magier. Ja, du kommst absolut in deine Kraft, du kommst in deine Energie. Das ist hier sehr schön zu sehen. Das ist die Tatkraft, das ist die Aktion. Die Energie kommt in Fahrt, Mut und Kraft, Neubeginn. Also du fängst hier ganz neu an, du machst ganz neue Dinge. Du könntest hier vielleicht auch was Neues anfangen, beziehungsweise etwas Negatives abschließen, ein negativer Zyklus, der hier geschlossen wird. Und du fängst hier mit etwas Positivem an, irgendwas, wovon du überzeugt bist, etwas, was dir im Herzen liegt. Das kann auch ganz konkret so aussehen. Du hast bisher deine Energie in Dinge gesteckt, von denen du nicht überzeugt warst, gerade in Dinge, die dir keine Freude bereiten, die dir nicht am Herzen liegen, die dir egal sind, die du scheiße findest. Und auf einmal sagst du, warum mache ich das überhaupt? Ich werde jetzt die Dinge tun, die mich erfüllen, die ich liebe, wo ich wirklich Spaß und Freude daran habe, und das andere lasse ich jetzt. Ja, dann delegiere ich das an jemand anders, wenn das geht. Oder ich mache es zu einem anderen Zeitpunkt und konzentriere mich jetzt auf die Dinge, die mir Freude und Erfüllung geben. Das sieht sehr schön aus. So, was haben wir denn hier? Die 9 der Stäbe. Ja, du lässt definitiv etwas hinter dir. Hier geht es definitiv um Heilung. Ich glaube, du schützt dich auch. Du achtest sehr darauf, wirklich das Negative von dir fernzuhalten, dich hier auf deine Herzensprojekte, deine Herzensangelegenheiten zu konzentrieren, zu fokussieren, und all das, was einfach schädlich ist, was dir nicht gut tut, das lässt du hinter dir. Ja, die Vergangenheit vielleicht auch, irgendwelche bestimmten Dinge. So, letzte Tarotkarte, und es sind die 2 der Münzen. Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, Abwechslung in deinen Alltag zu bringen, Flexibilität an den Tag zu legen und hier wirklich auch wechselnde Dinge zu tun. Also du wirst mal etwas anders machen in dieser Woche. Es wird eine sehr abwechslungsreiche Woche. Es wird eine Woche sein, wo du sehr viele verschiedene Tätigkeiten hast, wo du dann auch so ein bisschen unterscheiden kannst, ne? Wo du merkst, okay, das ist jetzt etwas, damit beschäftige ich mich sehr ungerne. Da sind wiederum Dinge, die du sehr gerne tust, und darauf wird auch der Fokus liegen. Du fängst irgendwie neu an, du lässt etwas hinter dir und du bist flexibel. Also du sagst auch, okay, ich passe mich jetzt so ein bisschen an, ich schaue einfach so, ich gehe so in den Flow hinein, ne? Ich folge dem Fluss, wann was dran ist. Wie dieses banale, triviale Beispiel, was ich gerade gebracht habe, mit dem Fensterputzen. Ne? Also sich dann darauf anzupassen, zum Beispiel zu warten, bis das Wetter gut ist. Und das nicht bei schlechtem Wetter zu machen, was ja auch keinen Sinn macht. Also für mich macht das absolut keinen Sinn. Aber dann passt man sich ja auch darauf an, weil du kannst ja das Wetter nicht beeinflussen. Du kannst nicht sagen, so, ich will das jetzt aber machen, jetzt lass mal die Sonne scheinen. Ich habe es jetzt auch gemerkt beim Gärtnern. Also ich habe hier schon mit den Hufen geschart. Ich möchte hier schon anfangen und durchstarten. Die Sonne scheint aber nicht. Ja, es ist die ganze Zeit am Regnen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu warten. Weil ich mache auch sowas nicht gerne, wenn es regnet. Also solche banalen Beispiele kannst du übertragen auf jegliche Form, was los ist. Ja, was dran ist. Du passt dich so ein bisschen den Gegebenheiten an. Wenn der eine Tag besser passt für diese Angelegenheit, dann machst du das, ne? Das kann auch so aussehen, dass im zwischenmenschlichen Bereich, manchmal fühlt man das ja, man möchte sich bei einer Person melden und möchte vielleicht diese Person einladen, mit dieser Person Kontakt haben, aber man spürt einfach aus irgendeinem Grund, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, ne? Weil dann vielleicht, wenn du dich meldest, keine Ahnung, kommt dann die Nachricht, die Person ist krank, oder man bekommt eine Absage, weil geht der Person nicht so gut oder sonst was. Ne? Kann sonst was sein. Und dann irgendwann spürt man das einfach. Da gibt es so das richtige Timing, und dann auf einmal läuft das und dann auf einmal passt das.
Jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, wovon ich spreche. Manchmal muss man einfach noch ein bisschen das passende Timing abwarten. Und ich sehe, das passende Timing ist in dieser Woche. In dieser Woche kannst du endlich hier durchstarten, du kannst neue Dinge beginnen, du hast hier die Energie, die du brauchst, du kannst jetzt irgendwie so das Negative hinter dir lassen, du kannst deine Energie in die richtigen Bahnen lenken. Ne? Es steht alles unter dem Aspekt der Sonne. Das sind positive, gute Nachrichten, das ist Klarheit, das sind positive Gefühle, das ist etwas, was die Sache erhält hier. Ja, also es sieht für mich auch nach einer sehr guten Woche aus, wo man einfach das Negative jetzt wandeln kann, transformieren kann, abgeben kann, einfach sagen kann, okay, es ist einfach so, wie es ist, aber hey, ich setze jetzt den Fokus auf etwas Positives. Ich würde ganz gerne zum Abschluss noch einen Rat für euch ziehen. Das machen wir jetzt mal mit dem Moonology. Vielleicht gibt es ja hier für diese Woche einen Rat für euch, was ihr so beherzigen könnt. Bring Liebe in die Situation, das gibt's doch gar nicht. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ne? Du bringst Liebe in die Situation. Du betrachtest alles einfach mit mehr Liebe. Du tust alles mit mehr Hingabe und Liebe. Oh, das ist so schön. Das rundet doch alles nochmal total ab. Ich glaube, ich habe dazu auch nichts mehr zu sagen. Das ist einfach on point. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass dieses Video euch weitergebracht hat. Alle Informationen findet ihr unter dem Video. Schaut mal auf meine Homepage für schriftliche Horoskope, persönliche Termine, sowohl für die Astrologie als auch für das Tarot. Und ansonsten könnt ihr auch mal schauen. Ich habe dort noch ein kostenloses Meditationsalbum verlinkt. Auch da könnt ihr mal gucken. Alle Infos findet ihr da. Ich sage vielen Dank für die Unterstützung durch ein kostenloses Abo, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.